Moin Leute, seit einigen Tagen wurde es ja schon als sehr spruchreif deklariert, aber seit wenigen Tagen ist es jetzt auch wirklich amtlich, Luca Caldirola bleibt Bremer. Und das ist auch gleich aus mehreren Gründen richtig gut und wichtig für Werder. Nicht nur, dass uns damit auch Rosie erhalten bleibt und wir damit auch weitere schöne Instagram-Posts hoffen können. Gerade im bevorzugten 3-5-2-System von Nuri ist es eigentlich auch unfassbar wichtig, eine neue Alternative im Prinzip dazu zu gewinnen oder eher so eine neue alte, die A, den Verein und das Umfeld kennt und B, halt auch einfach bestimmte Qualitäten mitbringt, wie Zweikampfstärke, defensives Stellungsspiel generell. Alles so Sachen, die Nuri natürlich nochmal viel mehr Optionen geben und mit denen Caldirola durchaus auch nochmal den Konkurrenzkampf in der Defensive, in der defensiven Zentrale neu entfachen kann. Es wurde ja viel über einen Abgang gemunkelt, weil Werder ihm wohl ursprünglich nur einen Einjahreskontrakt angeboten hatte. Aber wie wir ja jetzt alle wissen, sind es 2 Jahre geworden, wo dann auch der Luca sicherlich bedeutend glücklicher drüber ist. Und wie gesagt, das hat für Werder aber auch einen sportlichen Wert. Also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die Vergangenheit hinein, denn seine erste Bremer Saison war wirklich ganz gut, er war auch Stammspieler, auch in Darmstadt hat er gut performt, aber in Bremen nach seiner Rückkehr war er doch schon arg vom Pech verfolgt, 2 dicke Verletzungen hintereinander und gerade dazwischen, als er wiederkam, also vor dem Mittelfußbruch, da hat er auch gezeigt, dass er der Bremer Abwehr auch nochmal so ein bisschen Grundstabilität verleihen kann, denn ich fand die Auftritte, die er hatte, das waren die Spiele in Freiburg gegen Schalke und in Frankfurt, das war sehr solide dafür, dass er halt nach so einer langen Verletzungspause dann seine ersten Spiele bei den Profis wieder gemacht hat. Dazu kommt noch, dass er halt einfach ein unfassbar sympathischer Typ ist und auch zu Recht zu den Fanlieblingen gehört. Zumindest sehe ich das so. Und er wird auch einfach benötigt, weil man hatte halt einfach eine hausgemachte Alternative für die Innenverteidigung, ohne halt für zu viele neue Leute zu viel Geld ausgeben zu müssen. Da weißt du halt einfach, was du hast. Du weißt natürlich auch, wo er limitiert ist, gerade so das Aufbauspiel, das ist nicht Caldirolas Stärke. Aber dafür haben wir ohnehin so einen wie Moisander als Spielmacher in der Innenverteidigung. Heißt, dass wir jetzt im Moment dann mit Sané, Moisander, Veljkovic, Caldirola und wahrscheinlich auch Verlaat 5 Innenverteidiger für die erste Mannschaft haben. Heißt aber auch, dass ich mich natürlich noch über 9 gestandenen Innenverteidiger freuen würde, der vor allen Dingen halt kommt mit dem Anspruch sofort erste Elf zu spielen und der vor allen Dingen auch nicht nur mit dem Anspruch kommt, sondern auch mit dem Wissen, dass er halt auch schon irgendwo gezeigt hat, dass er eigentlich irgendwo in der ersten Elf untergebracht werden müsste. Schließlich haben wir da ohnehin mit Sané einen Spieler, dessen Knie nicht so ganz gut belastbar ist und Caldirola auch einen, der zuletzt sehr verletzungsanfällig war. Moisander auch schon über 30 und bei Veljkovic und natürlich halt auch Verlaat sind Formschwankungen einfach nur denkbar, weil beide noch unfassbar jung sind. Fazit: geil, dass Caldirola verlängert, denn er passt und gehört auch irgendwie mittlerweile schon zu Werder. Aber wir brauchen noch einen neuen Mann. So, Baumann, übernehmen Sie ab hier. Hey Leute, freut ihr euch auch über die Verlängerung von unserem Luca? Ich schon. Und schreibt aber auch gerne in die Kommentare, wen ihr euch noch für die Innenverteidigung dazu wünscht. Denn das würde mich natürlich auch interessieren. Und es ist ja sicherlich noch eine Planstelle von Baumann. Bin gespannt, das zu lesen. Wir schnacken drüber. Bis zum nächsten Schnack. Haut rein, Leute. Ciao.